Also du wechselst ja gerne zwischen Theater, Film, Serien, Synchronisation, Hörspiel, Lesung, Opern, natürlich auch Komödie, Krimi, eben auch Kinderfilm. Ich wasche auch gerne Wäsche. Kann man sagen, dass du die... Was? Ich hab's nicht gehört. Was hast du gesagt? Ich wasche auch gerne Wäsche. Also, das glaube ich nicht. Doch, und noch lieber bügel ich. Weil ich finde bügeln... Wirklich, wahr? Ja, weil nirgendwo hat man so ein schnelles Erfolgserlebnis wie beim Bügeln. Einmal drüber und es ist glatt. Geil. Katharina, ich kann überhaupt nicht bügeln. Können wir da in vertragliche Verhandlungen eintreten? Sag mal, als 15-Jähriger sagtest du schon, hast du ja die Hure Betty gespielt. Woher wusstest du überhaupt, wie eine Hure spricht, wie die sich bewegt, wie die sich verhält? Mit 15 weiß man doch sowas noch nicht, oder? Ich habe gewohnt in der Friedrichstraße mit meiner Mutter. Da gab es den Esterhazy-Keller. Und da war sowieso immer sehr viel los. Ich habe es geliebt, da aus dem Küchenfenster einfach so zu lehnen. Aber ich habe auf meinem Schulweg, das kann mich noch erinnern, erste, zweite Klasse, da war immer so eine einbeinige Frau, die immer ihr eines Bein so, also hier war die Krücke, und dann hatte sie aber immer so einen Rock an, der so einen Schlitz hatte, wo sie das eine Bein immer noch raus und hatte so ein ganz kleines Fellcape an. Und ich bin immer zur Schule gegangen, dann Hannoversche Straße, am Leichenschauhaus vorbei, und die Hure da am Oranienburger Tor, die sagte dann aber wirklich jedem Kerl, der vorbeikam, einmal lecken für einen Zehner. Und das fand ich hochinteressant. Und das, da habe ich dann doch mein Wissen etwas vertiefen können durch Erkundigungsgänge. Dann habe ich auch Balzac gelesen. Doch, da konnte man schon so, man hatte seine Wege. Lothar de Maizière hat mir erzählt, das erste Mal in seinem Leben ist er weggerannt, als eine Hure ihm nachrief, na, Kleiner, hast du mal einen Merk oder ist dir keiner gewachsen? Und dann ergriff er die Flucht, was ich mir gut vorstellen kann. Vor allen Dingen bei ihm. Ich muss jetzt eine Geschichte erzählen. Nein, ich muss jetzt eine Geschichte erzählen. Ich frage nichts Intimes. Ich kenne Intimes. Gregor auch schon sehr lange, meine Damen und Herren. Und ich habe die schon mal erzählt, in deiner Gegenwart. Da war er noch Anwalt, da kannte ich ihn schon. Und ich wohnte damals mit meinem damaligen Mann Thomas Brasch in der damaligen Wilhelm-Pieck-Straße, heute Torstraße. Und Gregor kam immer ab und zu aus seiner Anwaltskanzlei vorbei und dann haben wir Kaffee getrunken und dann hat er geplaudert so aus der Anwaltskanzlei. Und dann hat er meine absolute Lieblingsgeschichte, ich muss sie erzählen. Er hatte uns dann ganz verzweifelt erzählt von einer alten Dame, die offensichtlich ihr Testament machen wollte, die wohl schon sehr alt war. Und dann hat er gesagt, ja, aber dann müssen Sie ein Formular schön ausfüllen. Und dann kam sie wohl nach einer Woche wieder mit dem Formular. Und dann stand Name, geboren und so. Und dann stand Geschlecht. Und die Dame hat wohl sehr nachgedacht. Es stand dann da drin, oval. War nicht falsch. Ne? Ich hab mir nur große Gedanken gemacht, wie die alte Dame gelitten hat, das festzustellen. Aber ich muss dir noch was erzählen. Ich hatte einen Bekannten, der immer den berühmten Personalbogen in der DDR ausfüllte, und da war immer die Frage soziale Herkunft. Und da solltest du schreiben Arbeiter oder Bauer oder Intelligenz. Und der schrieb immer ja. Das hat nie einer gemerkt. Das hat mir auch gefallen. Ich muss sagen, ich habe mal die Netrebko gehört, die hat ja die alle an die Wand gesungen. Ich wusste ja gar nicht, dass man so singen kann, also wenn sie gut drauf ist. Aber das finde ich auch fantastisch. Ja, das war zum Beispiel, ich habe also die letzte Oper, die ich gemacht habe, das war vor 2 Jahren oder 3 Jahren in Leipzig. Das war Lucia di Lammermoor. Und das ist eine sogenannte Belcanto-Oper, also Donizetti, wo es wirklich auch auf den schönen Gesang ankommt. Und ich hatte eine wunderbare russisch-jüdische Sängerin, die also aber eigentlich in Tel Aviv lebt, und die hat die Lucia gesungen. Also
ich kann es gar nicht beschreiben, die konnte noch dazu 1A spielen. Und dann hatte ich aber das große Pech, dass die sich wirklich 3 Tage vor der Premiere, ist die im Zuschauerraum schlecht gelaufen und hat sich den Knöchel gebrochen. Katastrophe, Lost-Katastrophe. Dann fing die Oper an, irgendwie zu suchen an anderen Opernhäusern. Wer hat Lucia gesungen? Weil die Premiere muss ja gehalten werden. Und ich habe gesagt, das will ich nicht. Das ist meine Lucia. Und sie muss singen. Und dann habe ich gesagt, passt auf, Kinder, wir machen das so. Lucia sitzt im Rollstuhl. Und ich bin die tote Mutter und ich schiebe sie. Und dann habe ich mir ein schwarzes Kleid angezogen und so einen Schleier, damit ich nicht so auffalle. Und dann habe ich die wirklich bei der Premiere geschoben. Und die konnte auch im Sitzen so gut singen wie im Stehen. Und dann sage ich, also ich sag, kann nur sagen, ich stand ja dann hinter ihr, ja, und daneben auch ihr Partner, ein Italiener, Tenor. Und ich habe dann mich so dahin und war natürlich, diese Position war mir natürlich neu. Also ich kenne es natürlich, auf einer Bühne zu stehen. Aber auf einer Opernbühne zu stehen, hinter den Sängern, also sozusagen fast in den Sängern, da das Orchester zu haben und dann mit diesen Maschinen auf einmal zu merken, was da rauskommt und zu sehen, wie sich da das Zwerchfell, njoing, 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 was das wirklich für eine Arbeit ist. Ich habe, also mein Respekt ist derartig gewachsen, das kann man sich gar nicht vorstellen. Also wirklich Chapeau. Ja, und warum reizt es dich so, von Wagner den Fliegenden Holländer zu inszenieren? Weil es die kürzeste Wagner-Oper ist. Ja. Dann später bin ich natürlich auch zu Rollen unfreiwillig gekommen, weil, also zu 2 Rollen zumindest, in Haupt der Sabinerin, den Striese und Hauptmann von Köpenick, weil ich die Sachen halt inszeniert habe. Und wenn die Schauspieler dann schlapp machen, was soll ich denn dann machen? Also, dann bin ich halt, es ging immer am schnellsten, wenn ich das gemacht habe. Ja, ich lieb ja Männer. Das verstehe ich wiederum. Ach, das wusste ich gar nicht. Nee, anders gestrickt bin ich noch nicht mehr, das kriege ich auch nicht mehr hin, wenn man so einseitig aufgewachsen ist wie ich. Ja. Können Sie uns eigentlich zu 3 Filmen etwas sagen, die für das Publikum doch besinnlich waren? Sie sage ich jetzt, also entschuldige. Kannst du uns was zu 3 Filmen sagen, die für das Publikum wichtig waren? Erstens zur Blechtrommel, ist für mich immer noch so ein wichtiger Film. Und ich will das jetzt nicht wegen des Wuchses wissen, sondern nur wegen des Filmes überhaupt und natürlich auch der Roman und so weiter. War der für dich wichtig, der Film? Ja, na klar. Also der war absolut wichtig. Das war, also ich meine, das war ja eh schon ein Ereignis, das krass, als er das Buch schrieb, die Blechtrommel, das war ja schon ein Skandal und also das war ja ein Ereignis in der Westrepublik. Und meine Mutter hat dieses, die hat sie mir ganz oft vorgelesen. Und als Volker Schlöndorff dann kam und bot mir eben die Maria an in der Blechtrommel, da habe ich natürlich sofort Ja gesagt, weil das fand ich eine Ehre und das fand ich, ja, das fand ich ganz toll. Dann kam allerdings das große Problem mit dem Nackigsein. Und da wurde es dann schwierig, weil das fand, also krass schaltete sich dann ein, dass das also ganz wichtig wäre für den Film, sich da nackend auszuziehen. Und ich habe gesagt, mach ich nicht. Ich genier mich da, mach ich nicht. Und dann, ja, aber du kannst in den Schneideraum gehen und mitkommen und dann gucken, dass wir dich anschauen. Ihr bescheißt mich doch sowieso. Das mache ich nicht, das glaube ich euch nicht. Ich habe da nichts zu sagen, ich kenne das doch. Und dann habe ich gesagt, okay, wenn ich im Vertrag zugesichert bekomme, dass ihr euch nackt verbeugt bei der Premiere, dann mache ich das, damit ihr mal wisst, was das heißt. Und habe ich natürlich nicht bekommen, diese Bedingung. Und ich weiß, es stand wirklich auf der Kippe, dass ich überhaupt die Rolle kriege, ne? Weil das irgendwie. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, gut, ich habe die Lösung. Ich komme zum Drehen und ihr könnt fotografieren, was ihr wollt. Und dann habe ich mir
aus schwarzem Molton, das ist so ein dicker Stoff, mit dem man viel im Theater und im Film arbeitet, habe ich mir so zwei Kreise gemacht, die habe ich mir auf die Brustwarze geklebt und dann damals noch nicht vorhandenen Tanga, so, man hat sich ja damals noch nicht rasiert, da hatte man ja noch Schamhaare, da habe ich da so ein Dreieck und dann so ein kleines Band hinten an der Po-Rille, da habe ich alles raufgeklebt und dann bin ich gekommen und habe gesagt, so, jetzt dürft ihr fotografieren, müsst ihr sowieso wegschneiden, wenn es schwarz wird. Hat geklappt. Ja, übrigens finde ich das auch unmöglich. Ich bin ja kein Mädchen, sondern eine Frau. Dazu gehören dann auch Haare. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Ich habe gesagt, ich will kein Mädchen, sondern eine Frau. Und deshalb finde ich das Rasieren doof. Denn zur Frau gehören auch Haare. Meinst du? Ja. Ja, aber Männer, die rasieren sich doch auch. Privater kann ich nicht werden. So, dann sag uns was zum Film Paradies. Was? Ja, zum Film Paradies. Kommt noch schlimmer, dann kommt noch Sonnenallee. Dann bist du befreit. Ach, Paradies, ach ja. Entschuldigung, jetzt, ich bin eben von Schamhaare im Paradies. Ja. Das gibt es eine gewisse... Ganz woanders, da gibt es eine gewisse Verbindung, das stimmt. Aber...